So, wir haben etwas Virtuelles im Objektraum. Dass das virtuell ist, erkennen wir daran, dass das gestrichelt gezeichnet ist. Wir könnten jetzt schon sagen, ob es ein Plus- oder ein Minusglas ist. Das ist aber an der Stelle noch nicht entscheidend. Also, virtuell heißt, es ist ein Bild. Deswegen fangen wir mit ausfallenden Lichtstrahlen an. Und ich beginne mit einem ausfallenden Achsenparallelstrahl. Der ist virtuell im Objektraum. Und vor allen Dingen muss man sich merken, weil ja das, was hier gegeben ist, virtuell ist, muss auch der erste Lichtstrahl, mit dem ich beginne, der muss auch virtuell sein. Und den reellen muss ich mitzeichnen. Das ist also ein ausfallender Achsenparallelstrahl. Der war vorher ein einfallender objektseitiger Brennpunktstrahl. Das heißt, die reellen müssen immer einmal so rüberhüpfen, bevor wir die Brechung zeichnen. Das heißt, der fällt durch F ein. Durch den objektseitigen Brennpunkt fällt der ein. Also diesen Punkt hier habe ich mit F verbunden. Und wichtig ist immer, dass hinterher ein einfallender und ein ausfallender Lichtstrahl da ist und dass immer auch reelle Lichtstrahlen da sind. Also das ist ein reell einfallender, reell ausfallender. Die bildseitigen, manche Schüler zeichnen nur die virtuellen Lichtstrahlen, dann wird alles ehrlich gesagt falsch. Also ihr müsst immer die reellen mitzeichnen. Als zweites kann ich den ausfallenden bildseitigen Brennpunktstrahl zeichnen. Dazu verbinde ich Y' mit F'. Auch wieder beginnend virtuell, weil das, was ich ja habe, virtuell ist. Aber den reellen muss ich immer mitzeichnen. Ja, und jetzt seht ihr, hier ist ein Lichtstrahl, der reell ausfällt. Der muss natürlich noch einfallen. Und zwar achsenparallel auf der gleichen Höhe wie der reelle ausfällt. Das heißt also hier, da mache ich immer diese Punkte hin. Ja, und dann ist man manchmal verwirrt, weil man sich denkt, wo trifft sich denn da bloß irgendetwas? Das heißt, wir haben jetzt zwei einfallende Lichtstrahlen, zwei ausfallende. Wir haben Y' und dann suchen wir Y. Das heißt, wenn wir Y suchen, suchen wir den Schnittpunkt von den beiden einfallenden Lichtstrahlen. Das heißt also, das ist ein einfallender, das ist einer. Wenn ich die nach links weiter verlängere, treffen die sich nicht. Also muss ich sie nach rechts weiter verlängern, bis die sich treffen. Ist aber auch eines der schwierigsten Fälle, muss man sagen, weil alles virtuell ist. Ihr könnt wieder auf euer buntes Blatt gucken, um das Ganze zu kontrollieren. Der Abbildungsmaßstab ist auf jeden Fall negativ. Und er ist kleiner als 1, weil ihr seht ja, das Bild ist kleiner als das Objekt, was ich jetzt gefunden habe. Muss ich einmal hier so rüber, wo ich es überhaupt gefunden habe. Das sieht man jetzt auf dem Video nicht. Ich verrutsche einmal. So, die beiden reellen im Objektraum habe ich virtuell verlängert. Das sind die einfallenden Lichtstrahlen. Und da, wo die sich treffen, ist die Spitze des Objektes. Wenn ich jetzt mal so schätzen müsste, ohne rechnen, wäre der Abbildungsmaßstab -0,7 oder so. Weil das Bild kleiner ist als das Objekt. Und dann kann man mit dem bunten Blatt vergleichen, ob alles richtig ist. Dass man unten anfängt und dann guckt, wo ist das Bild, wo ist das Objekt. Und dann sieht man, dass alles richtig ist.